Hallo zusammen, ich bin Malte, ich bin Entwickler bei der Webfactory. Wir sind eine Webagentur in Bonn, aber wir sind nicht eine von diesen Agenturen, die immer nur bam, bam, bam neue Landingpages am Fließband raushaut, sondern wir haben durchaus anspruchsvolle Projekte und betreuen die auch langfristig. Und wenn man Software langfristig betreut, dann kommt man früher oder später an den Punkt, dass da sich ja irgendwie auch ein Haufen alter Software angehäuft hat. Und heute geht es darum, wie wir den irgendwie Schritt für Schritt so einen Haufen Software in die Moderne ziehen können, indem wir Microservices eben extrahieren. Wer ganz genau hinschaut, der sieht, der Titel hat sich ein kleines bisschen geändert im Vergleich zum Programm. Da steht noch Extraktion von Microservices aus einem Monolithen. Tatsächlich habe ich aber gemerkt, all meine Beispiele beziehen sich auf eine monolithische Webanwendung. Ist mir leider zu spät aufgefallen, aber ich wollte jetzt nicht schon im Titel falsche Erwartungen heben. Ich glaube aber, dass die Konzepte, die dahinter stecken, dass sie sich auch übertragen lassen, oder? Ich hoffe, sagen wir mal so. Mal gucken, vielleicht kann ja jemand was dazu sagen. Gut, die meisten hier, die in so einem Vortrag sitzen, die werden wahrscheinlich ihren eigenen Monolithen kennen und wahrscheinlich ihre eigene Leidensgeschichte damit haben. Unsere sieht so aus. Vor mittlerweile 17 Jahren kam ein Kunde auf uns zu und wollte ein Projekt haben. Und haben wir gedacht, ja super, machen wir. Und haben dann so einen schönen kleinen PHP-Elefanten auf eine grüne Wiese gepflanzt. Und alles war gut, Kunde war zufrieden. Kunde war so zufrieden, dass er mehr davon haben wollte. Das war ein Erfolg, es kamen irgendwie mehr Wünsche, wir haben mehr umgesetzt. Die Anwendung wurde irgendwie erwachsen und der PHP-Elefant wurde erwachsen. Und je mehr Features der Kunde haben wollte, desto mehr haben wir irgendwie ein gemeinsames Muster festgestellt. Das war nämlich eigentlich alles irgendwie eine Form von CRUD-Anwendung, die er haben wollte. Also sprich, das Erstellen, das Ansehen, das Bearbeiten und das Löschen von irgendwelchen Entitäten. Und was machen wir, wenn wir irgendwie ein gemeinsames Muster feststellen? Wir schmeißen ein bisschen Abstraktion drauf, haben noch ein bisschen Magie da dazu gepackt und das alles eben implementiert, damit wir diese Art von Features schneller umsetzen können. Und das war auch erfolgreich. Und so erfolgreich, dass der Kunde auch immer mehr haben wollte. Und dann kamen immer mehr Features drauf. Und irgendwann ist das dann aus technischer Sicht gekippt. Und wir hatten so das Gefühl, dieses Projekt ist irgendwie so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs. Da wurde einfach immer nur noch weiter draufgeschmissen. Und dann haben wir uns das Anfang des Jahres nochmal angeschaut und festgestellt, dass es irgendwie so ein bisschen entartet, das Ganze. Wir haben draufgeschaut und haben gesehen, die Service-Registrie ist mittlerweile 2.500 Zeilen lang. Wir haben über 100 Pakete eingebunden, teilweise über Pair, teilweise über Composer. Das damalige, vor 17 Jahren, hauseigene Framework ist irgendwie eine unheilige Allianz mit dem Zend-Framework 1 eingegangen. Und überall steckt irgendwie Magie und versteckte Abhängigkeiten. Man sieht das gar nicht alles mehr so, wenn man irgendwie von oben drauf guckt. Die ursprünglichen Entwickler sind natürlich nicht mehr da. Und was fehlt? Logischerweise jegliche Form von Dokumentation. Aus technischer Sicht also irgendwie ein bisschen düster. Das Schlimme daran ist, das Ding läuft. Und läuft und läuft und läuft. Und das schafft laufend Wert für den Kunden. Und deshalb will er das behalten und will das noch weiter ausbauen. Das heißt, wir mussten das irgendwie technisch wieder einfangen. Und was haben wir da gemacht? Wir haben noch ein Framework draufgeschmissen. Und jetzt könnte man sagen, ist das wahrscheinlich nur so eine mittelmäßig kluge Idee, auf den Haufen alter Software jetzt noch eins draufschmeißen. Haben wir aber gemacht, und zwar mit einem eigentlich ganz guten Plan, den wir Legacy Integration nennen. Das ist ein Weg, wie wir diesen fiesen Legacy-Kern behalten, aber drumherum Symfony als Framework schnallen und das so ein bisschen verstecken. Wir haben Symfony so geschrieben, dass alle Requests an die Altanwendung irgendwie da reingehen und interessiert uns nicht, müssen wir nicht gucken. Das passiert alles unter der Haube. Aber alles Neue, was wir entwickeln, das können wir schön in einem modernen Stack auf dieser Symfony-Hülle tun. Das hat schon mal das ein bisschen wieder aufgeklärt. Aber wir wissen natürlich, hier drunter sieht es irgendwie immer noch fies aus. Was machen wir mit diesem Legacy-Kern? Gerade wenn wir irgendwas in diesem alten Teil modernisieren wollen. Die Antwort, die man heute gibt, ist, naja, wir teilen das irgendwie in shiny neue Microservices auf. Und wie wir dabei vorgehen, davon handeln die nächsten 40 Minuten. Ich habe meinen Talk in drei Bereiche aufgeteilt. Das erste sind so Vorüberlegungen, da geht es um die allgemeine Herangehensweise und ein paar Tipps zur Entwicklungsumgebung. Dann der Teil zu unbenutzten Ressourcen dreht sich darum,
Falls wir uns entschieden haben, dass wir unseren Microservice als Klon des Monolithen aufsetzen und alles wegschneiden, was nicht zu dem Microservice gehört, damit nur der übrig bleibt, dann haben wir das Problem, wie erkennen wir denn das Zeug, was wir wegschneiden sollen? Das sind genau diese unbenutzten Ressourcen. Und der dritte Teil behandelt gemeinsam genutzte Ressourcen, die also sowohl der extrahierte Microservice als auch der Monolith benutzen. Ist das gut, dass wir das zusammen benutzen? Sollten wir das aufteilen? Und wenn ja, wie? Das ist der dritte Teil. Ich bleibe in meinem Talk relativ abstrakt, weil ich glaube, dass die grundlegende Idee total einfach ist, aber die ist eben auch das Spannende daran und nicht irgendwie die schmierigen technischen Details. Wer sich für technische Details für Microservices interessiert, dem würde ich das Buch Building Microservices von Sam Newman empfehlen. Und wer hier aus der Region kommt, ich höre auch immer sehr Gutes über das Bonner Microservices Meetup. Zu diesen Vorüberlegungen. Mir persönlich sind kurze Entwicklungszyklen total wichtig. Und das, weil wir hier zwei Probleme haben. Erstens, dieser Monolith ist total unübersichtlich. Wir haben irgendwie immer Angst, wenn wir den anfassen, wenn wir irgendwie hier an dem Rüssel ziehen, dass da irgendwie ein Auge abfällt oder sowas. Das sind diese versteckten Abhängigkeiten, diese Seiteneffekte, wo wir einfach keinen Überblick mehr haben, weil das Ding so groß geworden ist. Das zweite sind Rattenschwänze. Wenn wir diesen alten Code sehen, dann juckt es wahrscheinlich total in den Fingern, dass wir den jetzt auch refactoren wollen. Wir wollen das gerade ziehen und machen die Datei auf und sehen, heute sind wir ja viel klüger, würden wir total anders lösen. Und da begibt man sich dann mal eben schnell in das Rabbit Hole rein und versucht das gerade zu ziehen, hat aber vielleicht die Komplexität unterschätzt, denn so ein Monolith hat einfach irgendwie viele Abhängigkeiten und irgendwann denkt man vielleicht, das breche ich jetzt lieber ab und möchte eigentlich wieder zurück. Deshalb möchte ich eigentlich eine Strategie haben, wo ich ganz, ganz viele Reißleinen habe, also ganz viele Sicherheitsnetze, wo ich immer sagen kann, nach 5 Minuten, jetzt habe ich mich irgendwie verrannt, das wird irgendwie nichts, ich will zurück auf meinen letzten Commit und dann ist alles wieder gut, dann kann ich irgendwie neu anfangen. Eigentlich ist das ein Standardproblem. Das will ich eigentlich bei jeder Softwareentwicklung so haben. Gibt es auch eine Standardlösung für? Ja, automatisierte Softwaretests. Und in dem Zusammenhang finde ich Blackbox-Tests wichtig. Klar, Unit-Tests haben auch ihre Rechtfertigung und Daseinsberechtigung und sind total gut. Nur in diesem Kontext finde ich sie nicht so wichtig. Denn in der Regel haben wir im Moment nicht dieses Verständnis von Monolithen, dass wir wirklich zu jeder Unit sagen könnten, das ist der Kontext, in dem arbeitet sie und vor allen Dingen, die ist für uns relevant. Deshalb spreche ich mich dafür aus, hier Blackbox-Tests zu schreiben und mit denen alle Features dieses Microservices, den wir extrahieren wollen, abzutesten. Und so lernen wir auch nach und nach kennen, was dieser Microservice eigentlich tun soll. Denn wahrscheinlich ist die Aufgabenbeschreibung am Anfang nur so gewesen, naja, die App, die unter Slash 1 läuft, die soll eben irgendwie raus. Aber was sie so genau macht, das weiß wahrscheinlich keiner mehr nach 17 Jahren. Was sind das für Sachen, diese Features, die wir abtesten wollen? Als Beispiel könnten wir sagen, die Startseite eines Bereiches wollen wir mal abgucken. Wir gucken, dass dann 200er zurückkommt, dass irgendwie Messages ausgegeben werden, wie auch immer. Wir können den Login prüfen. Wir können so einen CRUD-Zyklus gucken. Also wir erstellen eine Entität, wir schauen sie an, wir löschen sie und bearbeiten sie vorher. Wir können eine Suchmaske ausfüllen und die Ergebnisliste angucken. Interessant sind auch zugriffsgeschützte Requests. Was passiert, wenn ich eine bestimmte Funktion aufrufe als Gast, als eingeloggter Benutzer oder eben als Admin zum Beispiel? Oder was auch immer sonst in eurem jeweiligen Kontext gerade interessant ist. Kommen wir zu 2 Tipps zur Entwicklungsumgebung. Erstens, ihr habt ja wahrscheinlich schon irgendwie Kämpfe mit dem Monolithen gefochten und habt deshalb irgendwie einen lokalen Checkout. Ich glaube, ihr tut euch einen großen Gefallen, wenn ihr den behaltet. Denn bei den ganzen versteckten Abhängigkeiten und so weiter wird es, glaube ich, einfach passieren, dass man irgendwann zu weit läuft. Man hat zu viel gelöscht oder irgendwas refactored oder sowas und lernt erst Tage später, dass das irgendwie doch relevant war. Dann ist es total wichtig, dass man nochmal schnell zurückspringen kann. Wie sollte das denn eigentlich laufen? 2. Tipp, Slimdump, zumindest für die MySQL-Benutzer unter uns. Slimdump ist Open Source und ist ein Tool für schnelle, anonymisierte MySQL-Dumps. Das Schöne daran ist, das benutzt Konfigurationsdateien. Da kann ich zum Beispiel sagen, aus der Tabelle möchte ich nur einen Testdatensatz, sagen wir nur 10% aller Datensätze.
Aus der nächsten Tabelle möchte ich keine Blobs runterladen. Und die User-Tabelle, die will ich nur anonymisiert haben. Also ersetzt mir die E-Mail-Adressen und die Benutzernamen und so weiter. Und ich kann auch konfigurieren, welche Tabellen ich überhaupt dumpen möchte. Und das ist ganz spannend, weil der Microservice, den ich extrahiere, der wird ja wahrscheinlich nicht alle Tabellen benutzen, die er Monolith benutzt hat. Und wenn ich nach und nach feststelle, die Tabelle brauchst du nicht, XY, dann kann ich das in der Konfiguration festhalten. Und ich finde das eine schöne Art, dieses Wissen zu persistieren und den Fortschritt damit zu dokumentieren. Und wenn ich diese Config-Datei versioniere, dann haben auch gleich alle meine Kollegen was davon. Dann die Frage, wenn ich jetzt mit dem Microservice starte, wie mache ich das konkret? Mache ich das auf der grünen Wiese oder mache ich einen Klon von meinem Monolithen und schneide da eben ganz viel weg, bis nur noch das Relevante übrig bleibt? Es sind ja beides legitime Herangehensweisen und es gibt viele Gründe, die für die eine oder andere Richtung sprechen. Für mich kocht das alles auf 3 Kriterien zusammen. Und zwar erstens die Menge der Einschränkungen, die ich mitnehme. Wenn ich auf der grünen Wiese starte, klar, dann habe ich maximale Freiheit und minimale Einschränkungen. Wenn ich dagegen mit dem Klon starte, dann übernehme ich ja zum Beispiel die ganze technische Welt des Monolithen und bin auch erstmal daran gebunden. Zumindest so lange, bis ich da in meinem Microservice irgendwie ausbrechen kann. Das spricht also für die grüne Wiese. Zweites Kriterium, Nutzung alter Metadaten. Damit meine ich insbesondere die Commit-Message-History. Das ist oftmals unsere einzige Chance, zumindest in meiner Erfahrung, eine Stelle von besonders verrücktem Code irgendwie überhaupt noch verstehen zu können. In meiner Erfahrung ist das eine wahre Goldgrube an verstecktem Wissen. Vielleicht finde ich da eine Ticketnummer und kriege den ganzen Kontext der Änderungen raus. Ich finde, dieses kann man gar nicht schwer genug gewichten, dieses Argument. Spricht also für den Klon. Und drittens, wie fließend kann ich den Übergang gestalten von Stand jetzt zu Stand der Microservices in Produktion? Diesen Fluss, den habe ich nicht, wenn ich auf der grünen Wiese starte. Denn da habe ich erstmal eine ganz große Latenz. Da muss ich von Null aufbauen. Das dauert Tage, Wochen, Monate, bis ich irgendwie die Funktionalität wiederhergestellt habe. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Klon daneben stelle, dann kann ich jetzt mal ganz einfach gesprochen um meinen Original-Monolithen eine Proxy drum schnallen und sagen, alle Requests, die den Microservice betreffen, die reichst du bitte an den Microservice-Klon weiter und alle anderen behandelst du selbst. Und damit, also theoretisch läuft es schon. Mache ich dir in der Stunde. Vielleicht nicht in der Stunde, aber es ist irgendwie klar, dass das erheblich weniger Aufwand ist, als jetzt alles neu zu programmieren. Mein Fazit. Es gibt gute Gründe für beide Richtungen. Für mich überwiegen die beiden. Also bis ich da irgendwie mal eine andere Situation kennenlerne, werde ich per Default immer den Monolithen klonen. Und dann stellt sich die Frage, wie schneide ich denn die Dinge weg, die da nicht hingehören, sodass nur noch mein schöner kleiner Microservice übrig bleibt. Und damit willkommen zu 2 Teilen, den unbenutzten Ressourcen. Ihr seht meinen Tech-Stack. Ich habe das beispielhaft an PHP-Dateien, die eben den Code machen. Hier, das ist Composer, ist ein Paketmanager für PHP. Ich schaue mir MySQL-Tabellen an. Und Jan steht hier stellvertretend für die ganzen Frontend-Assets, also JavaScript, CSS, aber auch Bilder und so ein Kram. Wie erkenne ich die? Und wie erkenne ich die in Kurziterationen? Ich bin also an dem Stand, ich habe meine Blackbox-Tests geschrieben und die laufen, alles gut. Dann versuche ich doch einfach mal, eine von diesen unbenutzten Ressourcen zu löschen. Lass meine Tests durchlaufen, stell fest, wahrscheinlich ist was kaputt gegangen, ich muss es irgendwie fixen. Vielleicht hatte ich auch Glück und kann direkt committen und dann geht's weiter. Dann lösche ich die nächsten unbenutzten Ressourcen, führe die Tests aus, fixen, committen und so weiter. Und da drehe ich mich ein paar Mal drin. Irgendwann finde ich nichts mehr, was ich löschen kann, habe aber das Gefühl, ich will jetzt ein bisschen Refactoring machen. Dann mache ich das, Tests ausführen, fixen, committen und so weiter. Dann durch das Refactoring ermögliche ich vielleicht, dass wieder andere Ressourcen unbenutzt sind, kann die löschen und so weiter. Bis ich irgendwann denke, jetzt ist aber mal genug, jetzt geht es weiter, zum Beispiel mit Teil 3 mit den geteilten Ressourcen. Eigentlich ganz einfach. Und das ist auch kein Wunder, denn wenn man weit genug rauszoomt, dann sieht alles einfach aus. Die Frage, also der Teufel steckt natürlich im Detail, und die Frage hier ist, diese unbenutzten Ressourcen, wie erkennen wir die?
Allgemein ist das leicht zu beantworten, denn unbenutzte Ressourcen sind alle Ressourcen minus die, die benutzt werden. Und die benutzten Ressourcen, die können wir jetzt rauskriegen. Im ersten Schritt gucken wir irgendwie, dass wir irgendwie eine Form von Coverage-Logging aktivieren. Dann lassen wir unsere Tests durchführen und dann können wir aus der Coverage irgendwie die benutzten Ressourcen ermitteln. Wenn wir das haben, alle Ressourcen zu listen, ist in der Regel trivial. Das ist irgendwie ein Showtables oder ein LS oder was auch immer. Das kriegen wir ganz leicht hin. Und wenn wir die beiden haben, dann können wir auch simpel die Differenz bilden. Weil das jetzt aber im Detail dann durchaus ziemlich nicklig sein kann und vor allen Dingen aufwendig, habe ich den Zauberlehrling geschrieben. Das ist ein Open-Source-Tool, das einerseits uns hilft, hier ein paar Schritte zu automatisieren und andererseits eine relativ umfangreiche README hat, in der nochmal diese Vorüberlegungen und so ein paar Tipps und Tricks links und rechts ab des Wegs besprochen werden. Was der konkret macht, ist, der sagt uns, wie wir das Coverage-Logging aktivieren können. Der kann die benutzten Ressourcen ermitteln und alle Ressourcen listen. Und sein eigentliches Ergebnis ist dann eben, die Differenz zu bilden und uns zu sagen, naja, diese Tabelle, die kannst du mal löschen und guck mal, was passiert. Das heißt, die Tests haben hier eine Doppelrolle. Und wenn ihr nur einen Satz aus diesem Vortrag mitnehmt, dann die Doppelrolle der Tests. Denn die sind erstens dafür da, die Korrektheit sicherzustellen während des ganzen Prozesses. Und zweitens eben über diese Coverage zu ermitteln, was sind die benutzten Viecher, die wir weiterhin brauchen. Wie sieht das konkret aus, zum Beispiel bei PHP-Dateien? Allgemein, unbenutzte PHP-Dateien sind alle PHP-Dateien minus die benutzten. Wie sieht das hier mit der Coverage aus? Die meisten PHP-Frameworks haben irgendeine Form von Frontcontroller. Also eine Datei, wo alle Web-Requests irgendwie durchgeroutet werden. Und meistens sind die irgendwie ähnlich aufgebaut, die werden irgendwie eine Form von Application bauen und damit dann den Request handeln, ob der hier aus dem Web kommt oder aus der Konsole, was auch immer. Wenn wir so einen Frontcontroller haben, dann können wir uns ganz leicht einhaken. Keine Angst vor dem PHP-Code. Hier steht einfach nur, starte das Coverage-Logging und hier unten steht einfach nur, speicher all die benutzten Dateinamen in einem Output-File. Das heißt, dann habe ich irgendwie schon mal die Liste der Dateien, die irgendwie benutzt wurden während meines Runs. Und dann kann ich so einen Zauberlehrling hingehen und sage in Bin-Console show unused PHP-Files, gebe ihm diese Liste der benutzten Dateien und dann versucht er zu ermitteln, wo muss ich denn hingucken, wo sind die restlichen Dateien. Ich kann ihm das auch explizit sagen mit diesem Path to Inspect. Ich kann ihm sagen, wo er seinen Output hinschreiben soll. Und ich kann ihm noch so eine Blacklist mitgeben, zum Beispiel, damit ich einfach mein Ergebnis sauber halte, dass da zum Beispiel temporäre Verzeichnisse ausgeschlossen sind oder Unit-Tests, die vielleicht nicht durchlaufen oder was auch immer. Irgendwelche Dinge, die ich vielleicht behalten will, aber die eben nicht während meiner Testruns berührt werden. Und dann sagt er mir, die PHP-Dateien, die übrig bleiben, die ich wahrscheinlich löschen kann. Wie sieht es bei Composer-Paketen aus? Das ist wieder die gleiche Idee, nur die Details sind ein bisschen anders. Unbenutzte Pakete sind alle Pakete minus die benutzten Pakete. Dann gehe ich zum Zauberlehrling hin und sage, ey, show unused composer packages. Das ist wieder diese Liste von Files, die wir vorhin hatten. Dann sage ich eben, wo liegt die composer JSON? Das ist die Datei, in der ich meine direkten Abhängigkeiten angebe. Und dann sucht er sich wahrscheinlich schon automatisch, wie heißt das Verzeichnis, in dem Composer sein Zeug installiert hat. Was der Zauberlehrling jetzt hier macht, ist, der fragt Composer, also der fragt den Package Manager, das müsste nicht Composer sein, nach allen installierten Paketen. Es gibt ja nicht nur die direkten, die ich angegeben habe, sondern es gibt auch die indirekten. Und aus diesen Paketen guckt er dann, welche sind denn wohl in Benutzung. Und das macht er wie folgt. Er guckt, in den Used-Files ist da irgendwie eine PHP-Datei drin, die in einem dieser Pakete liegt. Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich benutzt. Und dann kann er noch so ein bisschen fancy-schmancy Dinge hier tun, zum Beispiel Symfony-Bundle-Dateien ignorieren. Das ist so ein Sonderfall, wenn nur diese Datei in einem Paket angefordert wird und nichts anderes, dann ist wahrscheinlich dieses Paket irgendwie unnütz. Das ist einfach irgendwie eine Komfortgeschichte, die einfach praktisch ist, wenn man die mit automatisiert, finde ich. Was er tut, ist alles andere als perfekt, denn der guckt sich tatsächlich im Moment nur PHP-Dateien an. Das heißt, wenn ich ein Paket habe, was nur Config enthält zum Beispiel oder nur Assets oder sowas, dann wird das hier auch als unbenutzt vorgesehen und wird zur Löschung vorgeschlagen. Also der Zauberlehrling macht natürlich nicht alles, sondern
ja, macht eben Vorschläge und es nimmt einem nicht ab, think before delete oder lass zumindest die Tests laufen, nachdem du was gelöscht hast, und dann siehst du wahrscheinlich, dass irgendwas kaputt geht. Unbenutzte MySQL-Tabellen, auch wieder die gleiche Idee. Unbenutzte Tabellen sind alle Tabellen minus die benutzten Tabellen. Hier läuft die Coverage darüber, dass wir das Query-Logging einschalten können. Bei MySQL geht das ganz einfach. Hier ist es beispielsweise so, dass wir ihm sagen, schreibt das alles in so eine System-Log-Tabelle rein. Und dann gehen wir schon zum Zauberlehrling hin und sagen ihm, show unused MySQL-Tables. Was er dann macht, ist, er geht zu der Log-Tabelle hin und holt sich alle Statements raus, die eben sich während unserer Testruns gesammelt haben. Also klar, zwischen Coverage einschalten und dem muss man natürlich die Tests durchlaufen lassen. Ne? Und guckt sich dann an, was haben wir denn da gesammelt. Und daraus wird er dann die benutzten Tabellennamen rausfinden. Und das ist nicht so total trivial, weil die können im From-Teil stehen, die können da komma-separiert drin stehen, die können in der Join-Clause stehen, da können sich Views einmischen und so weiter. Also, das will man nicht mehr mit der Hand machen, wenn man irgendwie hunderte oder tausende Queries da gelockt hat. Deshalb ist es ganz praktisch, dass der Zauberlehrling das automatisiert und der benutzt dafür einen SQL-Parser, um eben wirklich nur die Tabellennamen rauszufinden. Und dann mit Show-Tables holt er sich alle Tabellen, bildet die Differenz und sagt uns die Tabellen, die wir wahrscheinlich löschen können. Unbenutzte Frontend-Assets. Auch hier wieder die gleiche Idee. Unbenutzte Assets sind alle Assets minus die benutzten Assets. Hier läuft die Coverage über Webserver-Access-Logs. Dann gehen wir zum Zauberlehrling hin und sagen, show unused public assets. Hier ist das Webserver-Log-File, hier ist dein Public-Verzeichnis. Wenn das irgendwie ein komisches Log-File ist, mit einem komischen Format, dann sagen wir eben so, wie findest du denn darin die Dateinamen? Wo sollst du dein Output hinschreiben? Und vielleicht wird es wieder ein paar Sachen ignorieren. Und das funktioniert so, meh. Denn wir haben hier vor allen Dingen drei Probleme. Erstens, Assets Download. Wenn wir zum Beispiel Standard-Beer-Tests machen, dann macht ihr das standardmäßig mit Gut als Browser. Das ist ein Headless-Browser, der wird nicht das JavaScript runterladen und ausführen. Der wird nicht das CSS runterladen. Der wird nicht Bilder runterladen. Das heißt, diese ganzen Hits finden wir gar nicht mehr im Log-File. Zweites Problem, Kompilate. Wenn wir so eine wunderschöne Deployment-Pipeline aufgebaut haben, wo alle JavaScript-Dateien in eine große konkateniert werden, dann hilft uns so eine Aussage wie, diese Datei wird benutzt, relativ wenig. Und das dritte Problem ist, die automatisierte Coverage in JavaScript- und CSS-Dateien zu erkennen. Ich habe da Ansätze, aber das ist alles noch nicht ganz rund. Zum Assets-Download. Naja, wir sind ja nicht auf gut festgelegt. Wir können zum Beispiel Selenium als Browsertreiber anbinden und mit dem können wir Chrome, Firefox und so weiter fernsteuern. Wir können sogar Browser-Stack anbinden und dann eine beliebige Anzahl von Browsern auf unser Problem draufjagen. Kompilate. Naja, vielleicht kriegen wir die verhindert. Vielleicht müssen wir da in unsere Deployment-Pipeline ein bisschen eingreifen und sagen, konkateniere das nicht, sondern schreib eben all die einzelnen Dateien so in das HTML rein, dass ich die nochmal zuordnen kann. Eine andere Idee wäre, irgendwie über Source Maps zu gehen, aber das ist irgendwie noch komplizierter, also so weit bin ich definitiv noch nicht. Aber dann wird es irgendwie nochmal richtig schwierig, wenn es nämlich darum geht, die Coverage innerhalb dieser Dateien zu finden. Bei JavaScript gibt es so einen Haufen an Tools, zum Beispiel Istanbul, JS Cover, Blanket.js für eben die JavaScript-Code-Coverage. Ich habe die Folien gestern Abend das letzte Mal aktualisiert. Ich schätze, seitdem gibt es irgendwie wieder drei neue oder so. Und die kannst du anbinden an JavaScript-Testrunner, wie zum Beispiel Karma oder Jasmine. Muss dann aber eben auch dann die JavaScript-Tests natürlich dafür schreiben. Und da bin ich auch noch nicht so weit, dass das irgendwie in einem Rutsch irgendwie durchgehen würde. Noch schwieriger wird die Sache bei CSS-Dateien. Aber da ist gerade immerhin viel Bewegung. Zum Beispiel hat der Chrome seit 59 ein extra Panel für CSS-Coverage. Und das funktioniert etwa so. Der guckt sich alle CSS-Dateien an, die in der Seite geladen wurden, guckt sich darin alle Selektoren an und guckt, treffen die irgendwie in dem Dokument, was ich gerade geladen habe. Wenn sie treffen, dann hat das wahrscheinlich eine Relevanz. Wahrscheinlich, ist auch nur eine Heuristik. Wenn sie nicht treffen, dann hat es wahrscheinlich keine Relevanz. Das Problem ist,
das habe ich noch nicht automatisiert gekriegt. Also weder kann ich dem Chrome sagen, hier lies mal diese 10 URLs nacheinander ein, noch kann ich den Output strukturiert irgendwie abgreifen. Ein bisschen besser läuft gerade bei den Firefox Destiny Selectors, das ist ein Firefox-Plugin, dem kann ich immerhin eine Sitemap zu fressen geben, der läuft alle URLs ab und kann mir am Ende das in einem JSON-Format rausgeben. Ist aber, glaube ich, auch noch nicht irgendwie das Ende der Straße, also das muss irgendwie noch besser werden. Die Blackbox-Tests, von denen ich gesprochen habe, sind vor allen Dingen BHET-Tests gewesen. Die Frage war, wie führen wir eigentlich diese Blackbox-Tests aus, von denen ich gesprochen habe? Da wurden ein paar Beispiele genannt, Codeception und so weiter. Im Moment habe ich vor allen Dingen PHP-Tests und das heißt, ich habe vor allen Dingen BHET benutzt. Und dann wird eben BHET in einem PHP-Prozess gestartet, der einen Web-Request macht auf meinen Server und also über HTTP und so weiter. Das ist getrennte Prozesse und so weiter. In JavaScript, soweit bin ich noch nicht, dass ich da irgendwie was wirklich empfehlen könnte. Das war der Teil zu den unbenutzten Ressourcen, wie wir die erkennen können. Der dritte Teil geht über die gemeinsam benutzten Ressourcen. Also, wenn ich die Frage kurz wiederhole, so wie ich sie verstanden habe, wie finde ich Totencode heraus, der vielleicht gar nicht benutzt wird? Vielleicht ist es irgendeine Abstraktion, vielleicht ist es irgendein Pfad, der gar nicht benutzt wird und meine Tests laufen einfach durch. Richtig? Ja, beziehungsweise von der Kapsel benutzt, aber den Teil genau. Für das eigentliche. Genau. Die Antwort finde ich nicht raus. Also ich verlasse mich ein bisschen darauf, ich benutze PHPStorm, der hat eine relativ gute statische, also was heißt relativ gute, für mich die beste statische Code-Analyse, die ich kenne von der IDE und der sagt mir zum Beispiel, dieser Branch ist irgendwie tot, weil die Bedingung nie eintreffen kann oder sowas, aber schwierigere Sachen wie unnütze Abstraktionen oder sowas findet auch der nicht, also da ist man weiterhin gefordert und ich denke auch, es ist eine Frage, wie ich mich während des Refactorings eben daran nähere. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, denn wenn ich so unnütze Abstraktionen zum Beispiel wegschneide, dann fällt häufig auch ein ganzes Paket weg oder ein ganzer Zweig oder was auch immer. Also gerade das sind die spannenden Punkte, wo ich eben nochmal Gehirnschmalz investiere, um den eben nochmal deutlich kleiner schneiden zu können. Dritter Teil, die gemeinsam benutzten Ressourcen. Da stellt sich dann eben die Frage, will ich die weiterhin gemeinsam benutzen? Ist das eine gute Idee? Will ich das aufteilen? Wenn ja, wie? Und das ist meistens eine Abwägung zwischen der Ersparnis, die ich habe, wenn ich es einfach weiterhin teile, und der Entkopplung auf der anderen Seite. Und dieses Entkopplungsargument ist eigentlich total wichtig, denn darum geht es ja eigentlich bei Microservices. Das ist eines der zentralen Argumente, dass sie eben autonom sind. Wenn ich zu sehr die Ersparnis abgreifen möchte und zu sehr mich darauf verlasse, dann laufe ich Gefahr in das Microservices ending up as distributed monoliths zu laufen. Das heißt, ich hatte am Anfang einen Monolithen, der war ganz furchtbar, habe ihn in viele Teile gehackt, die haben aber die gleichen Abhängigkeiten wie bisher, nur jetzt auf X-Systeme verstreut und ich finde sie noch viel schlechter als vorher. Das will ich natürlich nicht. Das heißt, hier neige ich so ein bisschen zur Entkopplung, aber nicht in jedem Fall. Deshalb habe ich jetzt hier mal so ein paar Ressourcenarten aufgezählt, die wir teilen können, die typischerweise geteilt werden, zumindest am Anfang. Und dann total subjektiv, wie kritisch ich das finde, wenn man die weiterhin teilt. Erstens Shared Host, also tatsächlich die physikalische Maschine. Wenn mein Monolith und der extra Microservice, den ich gerade extrahiert habe, wenn die auf der gleichen Maschine laufen. Ich finde das okay, neutral. Klar, man kann sagen, das ist ein Single Point of Failure. Und da hat man dann auch total recht. In meiner Erfahrung ist einfach noch nicht vorgekommen, dass wenn der eine Host kaputt gegangen ist, dass der andere Standalone-Host mich gerettet hätte. Das mag bei anderen Anforderungen total anders sein. Wie gesagt, your mileage may vary.
Anderes Thema, Shared Code. Da habe ich mal so zwei Pole angeschaut. Einerseits basale Infrastruktur und andererseits das Domain Model. Mit basaler Infrastruktur meine ich so echt ganz Low-Level-Dinge. Zum Beispiel das Framework, Symfony Framework, würde ich auch in jedem Microservice benutzen. Wenn ich Amazon Web Services benutze, dann würde ich immer deren SDK reinholen. Also so Dinge, die ich so typischerweise in Third-Party-Libraries irgendwie einordnen würde, das ist die basale Infrastruktur und das finde ich gut, wenn man die weiterhin benutzt, denn dann kann ich in jedes Projekt irgendwie mit einem ähnlichen Mindset reingehen. Ganz anders sieht es beim Domain-Model aus, wenn das geteilt wird. Denn ich glaube, dass die verschiedenen Microservices eine total unterschiedliche Sicht auf diese Domain-Objekte haben. Zum Beispiel wird eine Buchhaltung sich was völlig anderes unter einem User vorstellen als ein Freundschaftsservice. Was interessiert mich im Freundschaftsservice? Die Kontonummer des Users. Die wird mich da, das ist einfach nur Spam in meiner Klasse, der mich irgendwie nur irritieren kann. Und das würde ja bedeuten, wenn ich das alles zusammenhalten will, dass dieses Enterprise-Domain-Modell von einem User, dass das die Obermenge von allen Microservices sein müssten, allen Anforderungen, die irgendwie haben, in einer großen Riesenklasse zusammen. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Allein schon wegen der Namenskonflikte wird das nicht funktionieren. Und wenn sich dann irgendwie, dann werden sich ständig APIs ändern und ich müsste alle aktualisieren. Also ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee. Jeder sollte seine eigene Sicht darauf haben. Spannendes Thema auch, Shared Database. Und da habe ich mir mal angeschaut, die Server-Ebene und die Schema-Ebene. Server, also wenn ich jetzt einen MySQL-Datenbank-Server habe und da laufen verschiedene Datenbanken drin, dann finde ich das ähnlich wie beim Shared Host okay. Solange die sauber voneinander getrennt sind, stört es mich nicht, wenn die zusammenlaufen. Ich habe vielleicht weniger Administrationsaufwand, vielleicht hat das buchhalterische Gründe oder sowas. Finde ich okay, vor allen Dingen, weil man das auch total leicht irgendwie dann später wieder trennen kann, wenn man möchte. Ganz anders sieht es aus, wenn innerhalb eines Schemas Dinge geteilt werden. Und weil das aber typischerweise die Ausgangssituation ist, wenn ich einen Microservice extrahiere, will ich da nochmal kurz reinschauen. Und das Einzige, was uns darin interessiert, sind geteilte Tabellen, denn ungeteilte Tabellen, also welche, die nur vom Microservice benutzt werden oder nur vom Monolithen, die schlage ich dem einfach zu. Interessiert sich ja sonst keiner für. Die kann ich einfach aufteilen. Also Thema geteilte Tabellen. Was kann in diesen Tabellen drinstehen? Erstens, es könnten statische Daten sein. Zum Beispiel eine Länderliste. Wenn das statische Daten sind, dann habe ich erstmal gar kein Synchronisationsproblem und kann die einfach rüberkopieren in meinen Microservice. Im einfachsten Fall mache ich das mit einer Tabelle und alles läuft wie bisher. Wenn ich überlege, das sind statische Daten, sind die überhaupt gut aufgehoben in einem Datenbankmanagementsystem, was ja eher für veränderliche Daten toll ist, vielleicht komme ich dann auf die Idee, ich könnte sie ja in Code oder Konfigurationen verschieben. Und wenn ich es schon da habe, könnte ich mir auch überlegen, will ich vielleicht ein Paket daraus schnüren, zum Beispiel ein Composer-Paket, weil ich dann eben zwischen Anwendungen teile. Und das wird man im Einzelfall sehen müssen. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, weil das hat ja auch alles seinen Overhead. Ja, muss man eben im Einzelfall sehen. Spannender ist es bei veränderlichen Daten, wenn also sowohl der Microservice als auch der Monolith beide in eine Tabelle reinschreiben wollen. Zum Beispiel, wenn die Buchhaltung in eine Notification-Tabelle reinschreiben möchte, deine Premium-Mitgliedschaft läuft in einem Monat aus. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Freundschaftsservice, der in die Notifications reinschreiben möchte, du hast eine neue Freundschaftsanfrage erhalten. Das sollten wir nicht so lassen, denn wenn wir das in Microservices aufteilen, in getrennte Systeme, dann wird es total schwierig, das zu verwalten. Dann wird es schwierig nachzuhalten, wer darf denn überhaupt hier reinschreiben in diese Tabelle, wer macht das, wer hat das Recht an diesem Datensatz, wer darf ihn bearbeiten, wer darf ihn löschen, was müssen wir tun, wenn wir ihn löschen, müssen wir andere Leute benachrichtigen, wenn wir eine Schemaänderung machen, wen müssen wir dann aktualisieren. Ich glaube, das ist eine Hölle, in die man eigentlich nicht will. Deshalb würde ich sagen, vielleicht steckt da ein neues Konzept drin. Vielleicht sollten wir auch hier einen Service bauen, der das Problem irgendwie kapselt. Und in dem Fall liegt der Name nahe, lass uns einen Notification Service machen. Das heißt, der Notification Service kriegt die Tabelle, die wird den anderen weggenommen und die müssen dann über eine API eben damit kommunizieren. Und dann gibt es noch so ein paar ein bisschen besser versteckte Abhängigkeiten, nämlich bei Fremdschlüsseln und Views. Wenn wir zum Beispiel diesen Notification Service jetzt rausgezogen haben mit dieser Messages-Tabelle, dann hat wahrscheinlich der Empfänger irgendwie einen Fremdschlüssel auf die User-Tabelle gehabt. Wenn wir jetzt aber die Messages-Tabelle in einen Service packen
und die User-Tabelle erstmal im Monolithen lassen, dann können wir ja nicht zwischen den beiden getrennten Datenbanken den Fremdschlüssel spannen. Das heißt, hier muss ich vielleicht auch wieder an so einen Service denken, der das irgendwie kapselt. Und dann kann ich die User-Tabelle im ersten Schritt wieder hinter einem Service verstecken mit einer API. Die Leute greifen darauf zu. Ich werde mich dann allerdings um Constraints und Kaskaden selbst kümmern müssen in dem Klienten, also in dem Microservice. Sprich, es dürfen nur Freundschaftsanträge an existierende User gemacht werden oder wenn ein User gelöscht wird, dann soll auch dessen Freundschaftsantrag gelöscht werden und so weiter. Das heißt, da muss ich auch nochmal nachdenken, muss vielleicht auch nochmal mit den Businessleuten reden, was da jetzt wirklich alles mit gemeint war und da nochmal drumherum programmieren. Gut, wir kommen zum Ende. Das ist jetzt die letzte geteilte Ressource und die auch schon in einem sehr weiten Sinne, das Rahmenlayout. Das erwähne ich vor allen Dingen deshalb, weil ich schon ganz oft von Leuten gehört habe, die einen Layout-Service bauen und wo das irgendwie total explodiert ist, aufwandsmäßig, weil irgendwie immer mehr Anforderungen gleich reinkamen und man hat es irgendwie immer sehr spät zu einer Version 1 geschafft. Und da möchte ich zumindest eine Idee geben, wie man damit billig starten kann. Das ist nicht das Ende der Straße, aber es ist ein schneller, billiger Start. Und das ist ein Mini-Layout-Service im bisherigen Monolithen. Der nutzt aus, dass der Monolith wahrscheinlich ja schon so ein Konzept von einem Rahmenlayout hat. Der wäre ja kein Monolith, wenn er nicht irgendwie schon viele Sachen in deiner beinhalten würde, viele Teilanwendungen oder sowas. Und da wird er ja nicht jedes Mal ein neues Layout geschrieben haben, sondern auch da wollte man schon den Code weiterverwenden und hat wahrscheinlich eben irgendwie so einen Rahmen drumherum gehabt und irgendwie, dass diese Teilanwendungen dann eben nur noch so ihren Content dann hier reinplatzieren. Und das können wir uns zunutze machen. Wir können in dem Monolithen irgendwie so eine leere Anwendung hinsetzen, die irgendwie so eine leere View hat, wo nur so ein paar Platzhalter drin stehen, wie Place Content hier oder sowas. Vielleicht braucht er dann, je nachdem wie gut wir das eingebaut kriegen, braucht die API dann noch so einen Parameter, was ist der aktive Menüpunkt, damit man den irgendwie highlighten kann und so weiter. Denn der steckt ja, der würde ja hier zum Beispiel drin stecken. Aber dann bin ich im Grunde auch schon fertig. Dann kann mein Microservice das hier abfragen, cache sich das Ergebnis und ersetzt die Platzhalter eben mit seinem eigenen Content. Und das ist was, was man tatsächlich ohne große Kenntnis des Monolithen an einem Nachmittag schaffen kann. Ist, wie gesagt, nicht die perfekte Lösung für alle Zeiten, hat zum Beispiel das Problem oder kann das Problem haben mit zentralen Assets. Wenn jetzt das Menü hier aus irgendeinem Grund jQuery benutzt, um das zu highlighten oder sowas oder rauszufahren oder so und ärgerlicherweise benutzt du noch jQuery 1.6 oder sowas, dann ist das ein Problem, denn erstmal liefert der Rahmenlayout-Service ja alle Assets mit aus, die er eben benötigt, sprich auch dieses jQuery 1.6 und knallt das dann an unseren Microservices vor die Nase. Aber die sollen ja eigentlich autonom sein und ihre eigene jQuery-Version benutzen können. Speziell jQuery hat dafür so einen No-Conflict-Mode, der erlaubt es irgendwie die parallel verschiedene Versionen einzusetzen. Das funktioniert auch ganz gut. Hört auch irgendwann auf, Spaß zu machen, wenn man irgendwie einen Service hat, der irgendwie eine Seite hat und da werden dann jetzt x Microservices rein integriert und jeder bringt seine eigene Version mit, dann erstmal irgendwie einen Megabyte verschiedene jQuery-Versionen runterladen, will wahrscheinlich auch keiner tun. Also es ist nicht perfekt, aber es ist definitiv mal eine Idee, um damit billig anzufangen. Das war's auch schon. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Hier nochmal die URL zum Zauberlehrling und ich sehe, es gibt schon Fragen. Erstmal glaube ich, wie verhindere ich im Rahmenlayout CSS-Konflikte? Das ist tatsächlich eine gute Frage und betrifft die Aufteilung davon, also es betrifft jetzt, das ist eigentlich eine Frage, wie gestalte ich einen Layout-Service im engeren Sinne. Habe ich jetzt Erfahrung mit genau einem Layout-Service, das heißt, Stichprobe von 1 ist wahrscheinlich nie so perfekt. Wir hatten das Glück, dass wir noch jemanden an Bord hatten, der einigermaßen aus den Dateinamen ablesen konnte, was wohin gehört. Und wir haben das dann so gemacht, also das ist eigentlich schon Schritt 2. Im Schritt 1, so wie ich es dargestellt habe, würde man sagen, der Layout-Service behält erstmal alles und der Client braucht nichts, weil der kriegt ja alle Assets schon von oben reingeladen. Schwieriger wird es, wenn der pro Seite unterschiedliche Assets hat, also wenn er nicht einmal eine große CSS-Datei zum Beispiel kompiliert hat, sondern wenn jede Seite unterschiedliche hat. Aber dann kannst du auch sagen,
Dann gucke ich mir eben an, was gab es allgemein, zum Beispiel auf der Startseite oder sowas, und welche Dateien hat zusätzlich der Microservice eingebunden. Dann würde ich eben sagen, diese zusätzlichen Dateien kommen in den Microservice rüber, der Layout-Service macht nur das, was zum Beispiel eben auf der Startseite war. Und wenn man Glück hat, kann man da eben ein bisschen anhand der Dateinamen auslesen und so weiter. Generell würde ich sagen, das war nur der erste Schritt, ich würde es versuchen, schnell zu überarbeiten, und dann würde ich sagen, sollte der Layout-Service so minimal CSS und JavaScript und so weiter mitliefern wie möglich. Ein paar Sachen sind speziell in der Anwendung, die wir extrahieren, und ein paar Sachen sind optional, weiß ich nicht, zum Beispiel jQuery oder sowas. Naja, jQuery ist ein großes Beispiel, aber also Dinge, die ich eben zwischen verschiedenen Microservices teilen möchte. jQuery, klar, weil es eine Third-Party-Library ist, wird die schon irgendwie, weiß nicht, mit NPM oder sowas dann eben rübergeholt, aber vielleicht habe ich auch irgendwelche Shared-Styles oder sowas, die außerhalb des Rahmen-Layouts noch für 3 von 4 Microservices benutzt werden oder sowas, die kann ich dann eben auslagern und dann eben auch nur teilweise anfordern, wenn ich feststelle, das war doch irgendwie zu groß geschnitten oder so. Hat das die Frage beantwortet? Okay, die Antwort war jein, aber vielleicht klären wir das gleich nochmal, wenn Interesse besteht, im kleinen Kreis. Bitte. Wenn ich kurz unterbrechen darf, sonst vergesse ich den Teil wieder. Es wurden zwei Ideen werden vorgeschlagen. Die erste ist PHP-Star, was, wenn ich das richtig verstanden habe, statische Code-Analyse, aber irgendwie über die Kommandozeile machen kann, dass ich die Ausgabe strukturiert abgreifen könnte und mit dem Zauberlehrling vereinen. Denn in der IDE das zu haben, das ist ja irgendwie eine völlig andere Dimension. Und die zweite Idee? Die zweite Idee ist, statt die Webserver-Access-Logs zu benutzen, um die Coverage bei den Assets rauszufinden, könnte ich ja vielleicht auch das Dateisystem monitoren und gucken, welche Dateien da geöffnet wurden. Bin ich tatsächlich noch nicht drauf gekommen. Klingt ziemlich gut im ersten Moment. Kompilat ist trotzdem ein Problem, aber zum Beispiel Images oder sowas wäre ja irgendwie schon toll, wenn das darüber dann besser liefe. Dann könnte man irgendwie einen Daemon schreiben, der. Es ist eine sehr gute Idee. Caching kann mir so oder so Probleme machen, das stimmt. Ja, also das ist auch das Schöne an diesen Testruns, die ich mache. Der benutzt einfach keinen Cache. Der ruft alles ab. Also völlig richtig, könnte ein Problem sein. Also ich habe schon versucht, die Anwendung komplett abzudecken, sowohl Fehlerfälle als auch irgendwie jeden Use Case. Ich habe einen Freund angelegt, die Freundschaftsanfrage abgelehnt, angenommen und so weiter, E-Mails verschickt, alles Mögliche, weil ich auch erstmal lernen musste, was hat das Ding überhaupt gemacht, wo kann ich überall klicken, was sind das für Details, die mir in der Anforderung verborgen blieben, sodass ich das überhaupt erstmal alles sehen konnte. Und naja, dann wird im besten Fall eben auch alles berührt. Aber es ersetzt natürlich nicht, dass da irgendwie ein Businessmensch irgendwie nochmal drauf schaut. Aber ich habe die Frage nicht wiederholt. kannst du es nochmal kurz wiederholen? Dann wiederhole ich sie auch nochmal. Genau. Dass Tests gerade in Legacy-Anwendungen eben nur den Heavy Path abdecken und wir dann vielleicht gar nicht alle Feststellungen sehen und dann gar nicht finden, welche Sachen wurden denn tatsächlich benutzt oder nicht. Und meine Antwort ist eben, ich versuche das eben hier möglichst vollständig abzudecken, denn wenn nicht, habe ich,
habe ich relativ wenig Chancen, das zu erkennen. Aber trotzdem, ich bin nur ein relativ doofer Techniker, der nur so einen Ansatz von der Domäne versteht. Es ersetzt natürlich nicht, dass irgendwie jemand mit mehr Fachwissen am Ende nochmal drauf guckt und sagt, das war aber ein Feature, das war kein Bug irgendwie, weil ich da irgendwie falsch interpretiert habe. Bitte. Hier wird nochmal auf die Datenbanken eingegangen. Das habe ich relativ kurz behandelt. Wie läuft das konkret? Habe ich da Erfahrung damit, wenn da wirklich so eine große Datenbank ist, die ich aufteilen muss in X-Services und so weiter? Bisher war ich da auch relativ glücklich, dass ich relativ klar sagen konnte, die waren schon genamespaced, vor allem die Tabellen, die wesentlichen. Das heißt, da wusste ich schon, die kann ich rausziehen und gucken, was passiert, und da ist alles gut gelaufen. Tatsächlich hatten die aber sehr wohl zum Beispiel Fremdschlüssel auf die User-Tabelle. Jetzt hatte ich an der Stelle aber auch schon einen User-Service, der mir genau das eben gekapselt hat. Wobei so ein User-Service auch, das war nur ein Mini-Ding, was irgendwie auch in einem Nachmittag geschrieben war, weil der zugriffsgeschützt einfach irgendwie für eine ID Bundesdaten rausgibt. Dann steckt da so ein Serializer dahinter, der das in JSON umwandelt und fertig war die Laube. Das kann noch viel komplizierter werden, und ich habe da schon mal irgendwie Fragen in diese Richtung bekommen, wenn es da Trigger gibt zum Beispiel. Wäre auch noch so ein Thema von versteckten Abhängigkeiten. Das kann total komplex werden, und ich hatte, wie gesagt, bisher relativ viel Glück. Das, was ich da vorgestellt habe, ist also so ein bisschen auch nur Bücherwissen. Es ist nur bei einfachen Fällen erprobt. Details würde ich dann auch in diesem, ich glaube, das war auch Refactoring Microservices, Building Microservices von Sam Newman nachlesen. Kann aber sein, dass das auch in diesem Refactoring Databases drin stand, wie ich das tatsächlich, wie ich das schrittweise hinkriege, Daten migriere und so weiter. Also da würde ich auf die Literatur verweisen, weil ich es auch nicht viel besser weiß. Genau, also du hast dich nochmal dafür ausgesprochen, dass man eben refactor as you read, in dem Moment, wo man es liest, und vor allen Dingen in dem Moment, wo man es gerade verstanden hat, dass man es da ein bisschen schöner formuliert, refactored, wie auch immer. Finde ich auch eine gute Regel, ist so ein bisschen dieses Pfadfinder. Ich mache es nicht immer, ich mache es meistens dann, wenn ich irgendwie, naja, zum zweiten Mal an der Stelle vorbeikomme oder sowas, weil es kann einfach überwältigend viel sein, und ich versuche da so ein bisschen zu filtern, was sind denn die wichtigsten Dinge. Aber ja, das ist, du machst die Welt besser, jedes Mal. Schmerzhaft. Wie schmerzhaft ist die, ist das Microservice-übergreifende Debuggen? Ich finde, du musst deinen Microservice erstmal total isoliert testen können. Das heißt, ich habe in dieser extrahierten App habe ich zum Beispiel einen Stub für den Layout-Service programmiert, der einmal sich das Layout genommen hat, einen statischen Abzug, und das raushaut. Genauso habe ich einen User-Service als Stub dahin gelegt. Das heißt, ich tausche einfach irgendwie die URL auf keine Ahnung, localhost API User Service 1, und dann gibt er mir immer den statischen Test-User zurück. Also ich finde es total wichtig, dass du die isoliert testen kannst. Und das funktioniert auch, glaube ich, ziemlich gut. Schwierig wird es dann, wenn du die Integration testen möchtest. Wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass eben in dieser großen Anwendung hier werden Requests auf diese Teilanwendung, also das war dann /tools/Atlas in dem Beispiel, dass die eben mit einem Reverse-Proxy durchgereicht werden an den anderen. Und diese Reverse-Proxy-Konfiguration, die haben wir zwar auch getestet, aber das Setup ist schon so kompliziert, dass das irgendwie nicht mehr
dass das irgendwie ein bisschen Handarbeit erfordert, das läuft nicht mehr automatisch auch im Jenkins und so weiter. Also das einzurichten ist irgendwie eine lange README geworden, ist aber glücklicherweise auch der kleinste Teil davon. Also alles, was du so in der laufenden Anwendung hast, kannst du, glaube ich, ganz gut wegmocken. Das bedeutet, es gibt noch keine Tools, die einem das ermöglichen, keine Ahnung, 2x-Debug-Prozesse miteinander zu verheiraten? Gibt es schon. Also gibt es Tools, zum Beispiel, um 2x-Debug-Prozesse miteinander zu verheiraten. Gibt es, Xdebug kann mehrere Connections machen und in PHP-Storm ist zum Beispiel die Default-Einstellung, dass er nur eine erlaubt. Du kannst aber eine zweite zusätzlich erlauben, kannst dann 2 IDEs aufhaben. Das Problem ist einfach nur, dir explodiert relativ der Kopf, weil das wird zumindest für mich irgendwie zu kompliziert. Also das versuche ich tunlichst zu vermeiden und die Dinge möglichst isoliert zu testen. Klingt für mich gegen Microservices. Klingt für dich gegen Microservices. Lass ich mal so stehen. Bitte. Thema Debug. Ich mache das gerne zum Beispiel mit dem Message-Broker zwischen den einzelnen Diensten bzw. Services und greife dann an der zentralen Stelle, also das Message-Broker, den Output ab oder den Input, je nachdem. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn man sich dazwischen hängt, einfach an der Queue registrieren und halt die Sachen abmacht. Hier wurde vorgeschlagen, dafür einen Message Broker einzusetzen und die Nachrichten, die durch ihn durchgehen, eben zu kontrollieren. Tatsächlich machen wir das auch auf einer anderen Ebene. Also zum Beispiel dieser User Service, der verschickt Updates am User über eine Amazon SQS, Simple Queue Service. Da schickt er in Production eben in eine Production Line und in Development eben in eine separate Development Queue. Und da kann ich die eben mitlesen. Und wenn ich sie gelesen habe, kann ich den konsumierenden Microservice anschmeißen, der sie eben nimmt. Ich kann da auch mit der Hand neue Nachrichten reinfingieren und gucken, was passiert. Also wenn ich tatsächlich diese Integration auf der Message-Ebene testen möchte, dann funktioniert das sehr gut. Und ich wüsste auch gar nicht, wie das allein, damit du die autonom halten kannst. Es soll ja nicht dein System kaputt gehen, wenn ein Service gerade nicht antwortet oder sowas. Deshalb finde ich, ist es fast schon Pflicht, irgendwie eine Queue zu benutzen. Und dann landet man eben schnell bei diesen Modellen und da kann man, glaube ich, auch ganz gut reingucken. Zentrales Logging, sagst du, lässt sich da auch gut machen. Da gibt es, glaube ich, so viele Logging-Lösungen, eine von vielen, ja. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich mich nochmal bedanken. Wem später noch was einfällt, der findet mich in den Pausen wahrscheinlich am Kaffeestand. Und für Leute mit ähnlichen sozialen Phobien wie ich, die können mich auch über den Twitter-Handle hier anschreiben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Frostcon und auf zur Kantine.